Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Berlin Barbell YouTube-Kanal. Ich bin Fritz von Berlin Barbell. In diesem Video sprechen wir über Kettlebells. Und zwar vor allem über den großen Unterschied zwischen den Gusseisen-Kettlebells, die man so kennt, und den Competition-Kettlebells. Worauf man achten muss und warum es jetzt keine bessere oder schlechtere gibt, aber es eindeutige Trainingsziele oder Trainingsbereiche gibt, in der eine von den beiden viel, viel mehr Sinn macht. Um die ganze Sache ein bisschen übersichtlicher zu machen, haben wir hier kurz mal was aufgebaut und im Hintergrund sehen wir noch unseren Kleiderständer. Wir haben ja ein Video gemacht zum Thema Langhanteln. Wir haben gesagt, ja, es gibt Langhanteln, mit denen kann man trainieren, und es gibt Langhanteln, die kategorisieren sich selbst irgendwie immer so ein bisschen in die Richtung Sperrmüll. Und wir haben so eine Sperrmüllhantel hier, die ist wahnsinnig schlecht produziert, hat ungefähr kein Maß, das irgendwie stimmt, wird aber trotzdem verkauft, weil aktuell kauft ja jeder irgendwie alles, was er kriegen kann. Die Hantel werden wir wahrscheinlich in dem Review gar nicht erwähnen müssen, weil sie nicht brauchbar ist. Was wir aber machen werden, ist zu gucken, wenn wir das Ding auseinanderbauen, ja, was können wir denn da rausholen, wenn wir das mal so pflegen, wie man eine Langhantel pflegen sollte. Und vielleicht ist es dann sogar so, dass das alles nicht nur klappert, sondern auch mal seinen Zweck erfüllt. Kommen wir zu den Kugelhanteln, zu den Kettlebells. Und wenn du mal ein bisschen näher rankommst hier, sehen wir schon mal den ersten großen Unterschied zwischen diesen Kettlebells. Und der besteht zuallererst schon mal darin, dass wir auf der einen Seite Competition Kettlebells haben. Competition Kettlebells zeichnen sich dadurch aus, dass du immer den gleichen Schwungkörper hast, in der gleichen Größe, egal bei welchem Gewicht. 16 Kilo, 24 Kilo, 32 Kilo. Das ist der erste Key Fact, der wichtig ist, um zu verstehen, wo der Unterschied liegt. Und dazu haben sie auch immer den gleichen Griff, die gleiche Griffbreite und die gleiche Griffdicke. Dass sie die gleiche Griffbreite haben, macht Sinn, wenn der Schwungkörper gleich groß ist. Aber das ist wichtig, denn das ist der Unterschied zwischen Competition Kettlebells und normalen, ja, Gusseisen Kettlebells. Das bedeutet, es gibt in der Welt der Kettlebells zwei Kategorien. Kategorie 1, Competition Kettlebells. Kategorie 2, Gusseisen Kettlebells, die aus, ja, Eisen gegossen werden. Die werden nicht immer an einem Stück gegossen. Manchmal wird auch der Körper unabhängig vom Griff gegossen und dann mit rangepackt. Das passiert bei den Competition Kettlebells auch ab einem gewissen Gewicht, dass es nicht mehr zusammengegossen wird. Aber am Ende ist ja wichtig für das Training, dass sowohl Griff als auch Schwungkörper immer die gleiche Größe haben. Denn wenn du trainierst, und das ist vor allem wichtig für den Kettlebell-Sport, für normales Crossfit-Training oder Bodybuilding-Training mit einer Kettlebell ist das gar nicht relevant, aber es zeichnet die Competition-Kettlebell aus, dass sie immer, wenn du sie zum Beispiel in der Frontrack liegen hast, im Kettlebell-Sport die gleiche Maße hat. Es ist die gleiche Maße, ob du nun 16 Kilo hier liegen hast, ob du 24 Kilo liegen hast oder 32 Kilo liegen hast. Und dann gibt es ja auch noch das Kettlebell-Juggling, also alle die Leute, die dann hier solche Geschichten machen. Und da ist natürlich auch, um einen Wettkampfsport daraus machen zu können, am Ende entscheidend, dass alle immer mit der gleichen Kettlebell, mit dem gleichen Maß trainieren können. Deshalb gibt es da eine Norm. Beim Fußball spielt ja auch nicht der eine mit einem Ball, der so viel wiegt, und der andere mit einem Ball, der so viel wiegt. Und am Ende müssen sie sich auf einen Ball einigen, und der eine damit trainiert, der andere nicht. Deshalb gibt es in einem Sport natürlich immer Standards. Mit den Gusseisen-Kettlebells ist das Ganze anders. Die Gusseisen-Kettlebells sind nicht für den Kettlebell-Sport konzipiert, sondern einfach nur für das allgemeine Training, und die finden wir auch in den meisten Crossfit-Boxen. Die haben in der Regel Unterschiede in allen Maßen, die unterschiedlich sein können. Vielleicht drehen wir die Sache einfach mal um hier. Das hat ein bisschen was von viel gewinnt. Mit den Gusseisen-Kettlebells haben wir, wie wir hier schon sehen, wir haben 32, 24, 16. Wir hatten bei den Competition Kettlebells 32, 24, 16. Die sind alle gleich groß. Wenn man kurz hier hochhebt. Kurz gestorben. So, 32, 24, 16. 32, 24, 16. Das hier sind alles verschiedene Anbieter. Das bedeutet, die ist vom Strength Shop, die
Die ist von Superfit und die hier ist von Kettlebell EU. Das ist ein kleiner Kettlebell Shop, den ich, bis ich das gerade gelesen habe, so gar nicht kannte. Superfit, Superfit, Superfit. Die sind alle gleich produziert von der gleichen Firma. Das ist eine reine Gusseisen-Kettlebell, die heißt auch nur so. Das ist eine Gusseisen-Competition-Kettlebell. Unterschied, die ist sehr glatt, die ist ein bisschen angeraut, hat noch so ein paar Markierungen, aber die jucken eigentlich keinen, weil das Gewicht steht ja sowieso drin. Der entscheidende Unterschied zwischen diesen Kettlebells ist, dass sowohl die Griffbreite, die Griffdicke, als auch der Schwungkörper unterschiedlich groß ist. Das macht jetzt keinen Unterschied, wenn du nur Kettlebell Swings damit machen willst oder Presses machen willst. Aber wenn es darum geht, dass du jetzt in einem Kettlebell-Sport viel hier vorne in der Frontrack-Position bist, ist es was anderes, ob du einen großen Schwungkörper hier liegen hast auf dem Unterarm oder ob der Schwungkörper klein ist. Desto kleiner der Schwungkörper ist, desto punktueller ist der Druck auf deinen Unterarm. Wenn wir das kurz vergleichen, dieser Schwungkörper hier ist viel kleiner und drückt viel mehr in eine Stelle des Unterarms rein und das tut natürlich irgendwann weh. Mit dem großen Schwungkörper hat man eine viel, viel, viel schönere Auflagefläche, was am Ende dazu führt, dass sich das Gewicht auf dem Unter- und Oberarm in der Frontrack-Position, die übrigens so aussieht, nicht so, wenn das irgendwie in Crossboxen sehr gerne so gehandhabt wird, so liegt das Gewicht sehr schön auf Oberarm, Unterarm und Brust auf dem Brustkorb. Wenn dieser Körper kleiner ist, ist das tendenziell ein bisschen schlechter. Das bedeutet jetzt, der Unterschied zwischen Kettlebells, die Competition sind und nicht Competition sind, ist diese einheitliche Passform, die einheitliche Größe. Man kann mit beiden geile Workouts haben und richtig gut trainieren. Man muss sich nur die Frage stellen, was ist mir besonders wichtig? Mache ich primär Presses, primär Rows, ein bisschen Bankdrücken damit, was wunderbar geht. Mache ich in einem Workout Kettlebell Swings oder möchte ich wirklich richtig Kettlebell Sport betreiben, wo ich ganz, ganz viel Zeit hier in einer Frontrack Position verbringe oder damit verbringe, von Hand zu Hand zu wechseln, viel Turkish Get-Ups zu machen, wo ich in einen Sport möchte, in dem ich gut werden möchte, wo es eine Norm gibt und da sind natürlich die Competition Kettlebells dann A, wichtig, weil sie die Norm sind und B, trainiert es sich auch besser mit ihnen. Dadurch, dass der Griff immer gleich ist, ist es auch leichter, eine 32er zu greifen mit einem dünnen Griff als mit einem dicken Griff. Jetzt gäbe es natürlich die Argumentation von den Fitness- und Functional Fitness Bodybuilding-Enthusiasten, die sagen, dickerer Griff bringt mir mehr Griffkraft. Und da muss ich sagen, da hast du völlig recht, das ist ein gutes Argument. Ein dünnerer Griff mit mehr Gewicht lässt sich besser bewegen. Du könntest mehr Gewicht bewegen. Okay, aber das muss jeder so ein bisschen für sich selbst entscheiden. Ich kann grundsätzlich sagen, ich würde Competition Kettlebells immer empfehlen, wenn man ein bisschen mehr machen möchte als nur Kettlebell Swings, ein paar Presses und ein paar Rows. Wenn man wirklich eine gute Technik lernen möchte mit einer Kettlebell und vielleicht so ein bisschen Juggling machen will, was ich gerade persönlich lerne, also ich mache das noch nicht lange, ich bin gerade dabei, das mir so ein bisschen selbst beizubringen. Dazu werden wir auch ein paar Videos machen, denn Nico kam nämlich auf die Idee, Fritz, also wenn ich du wäre, würde ich jetzt mal Kettlebell-Juggling lernen. Und seitdem zerbrechen mir quasi mit den Kettlebells die Füße. Ja, also ich mag Langhanteln, aber seitdem Nico das meint, mag ich jetzt auch Kettlebells. Das Entscheidende ist, welches Equipment für dich passt, ist A, so ein bisschen eine Preisfrage. Natürlich sind Competition-Kettlebells teurer als Gusseisen-Kettlebells. Und wenn Geld eine Rolle spielt und du fragst mich jetzt, lieber drei Kettlebells für weniger Geld als drei Kettlebells für mehr Geld und ich möchte nur Muskelaufbautraining machen und CrossFit-Workouts und dieses ganze Kettlebell-Juggling, Kettlebell-Snatches, dieser ganze Kettlebell-Sport, der interessiert mich nicht. Wenn du das so, wenn sowas für dich gar nicht so relevant ist und du willst eigentlich primär CrossFit-Training machen mit Swings und mal so ein bisschen was davon, aber nicht so richtig. Und Geld spielt eine Rolle, ey, sind die Gusseisen-Kettlebells voll okay. Wenn du dir Gusseisen-Kettlebells holst, und das ist ein kleiner Tipp, ich habe hier extra die eine genommen, die relativ rau ist und eine genommen, die so glatt ist. Geh mit der rauen Variante, definitiv. Die ist wesentlich robuster und die rutscht weniger durch die Hände. Die ist mit Kreide, ist die richtig top, die ist mit Kreide immer noch flop. Also da muss man ganz klar sagen, dass ich immer die empfehlen würde. Und ihr seht auch so ein bisschen, dass hier die Kettlebells, die Griffe unterschiedlich aussehen. Die ist voll gerostet, die ist noch voll neu.
und die ist so ein bisschen angerostet. Das macht man im Kettlebell-Sport so, man lässt die rosten. Wieso, weshalb, warum? Dazu machen wir nochmal ein separates Video. Insgesamt findet ihr Empfehlungen von uns zu guten Kettlebell-Deals und Einsteigermodellen für jeden Bedarf unten in der Beschreibung. Sowohl Gusseisen als auch Competition Kettlebells. Und ansonsten wirst du in der Zukunft sehr, sehr viel Input noch kriegen zum Thema Kettlebell-Training und natürlich Weightlifting. Besonders mit mir. Bei mir dreht sich eigentlich in meinem eigenen Training alles um schwere Gewichte mit einer Langhantel oder komische Sachen mit einer Kettlebell. Alles andere ist so ein bisschen... Das macht der Nico. Ansonsten hoffe ich, dass das Video ein bisschen Aufschluss gegeben hat darüber, wo der Unterschied ist, wofür man was braucht. Insgesamt kann man nicht sagen, eins ist schlechter als das andere. Aber es gibt natürlich Anwendungsbereiche, in der die Competition Kettlebell wichtig ist und besser ist als die Gusseisen Kettlebell. Wenn es nur darum geht, ein geiles Workout zu haben, kannst du mit jeder dieser Kugeln ein geiles Workout haben, richtig viel Spaß haben, geile Trainingserfolge erzielen. Am Ende sind es jetzt Kleinigkeiten, die einen Unterschied machen zwischen einer richtig geilen Competition Kettlebell und einer soliden Gusseisen Kettlebell. Aber ich meine das ganz ehrlich, du kannst damit genauso krass werden im Fitness oder im Bodybuilding oder im Crossfit wie mit dieser Kettlebell. Einzig, wenn du jetzt in den Kettlebell-Sport gehen willst, wo am Ende die Competition Kettlebell dein Wettkampfobjekt ist, dann würde ich immer sagen, ist natürlich die Competition Kettlebell auch das Objekt, mit dem du trainieren solltest. Wenn du noch irgendwelche Fragen hast, hau das gerne unten in die Kommentare. Wir haben diesen YouTube-Kanal völlig neu aufgezogen, seitdem es Berlin Babel gibt. Wir freuen uns sehr, sehr über dein Feedback und wenn du den Kanal unterstützen willst und kein Video verpassen willst, unten abonnieren, auf die Glocke hauen und natürlich immer was in die Kommentare ballern dazu, was du gut fandest und was wir vielleicht besser machen können. Und ansonsten wünsche ich jetzt ganz, ganz viel Spaß bei deinem nächsten Training. Ich hoffe, wir sehen uns hier bald wieder zu einem weiteren Video auf dem Berlin Babel YouTube-Kanal mit mir und dem Nijo.